Hallo Leute und willkommen zurück zur Thief Challenge. Ja, unsere Kinder sind jetzt eigentlich wieder da in der Schule und angespannt. Was ist los mit euch? Warum seid ihr in der Schule? Ihr seid überhaupt nicht in der Schule. Ich warte jetzt mal eben kurz ab, was da passiert. Kann ich euch denn überhaupt vernünftig steuern? Das ist ja schon wieder ein bisschen buggy, ne? Du bist jetzt wütend? Nein, du zertrümmerst da gar nichts, Madame. So haben wir nicht gewettet. Ich werde jetzt erstmal duschen gehen. Ist das jetzt echt hier buggy, ne, mit der Schule? Also, dass die immer noch hier angezeigt werden. Aber gut, sofern ihr, du musst auch zur Toilette, sofern ihr trotzdem alles macht, was ich euch sage, ist das ja schön und gut. Ich würde mich jetzt gerne zuallererst ein kleines bisschen hier um die Bedürfnisse kümmern, aber echt nur ein bisschen, du bekommst bald Hunger. Denn ich habe hier eigentlich vor, habe ich in der letzten Folge gesagt, dass wir mit ein paar anderen Kindern einfach mal in diesen Wüstenpark, würde ich dann gehen, dass wir da einfach mal, ja weiß ich nicht, ein bisschen Spaß haben, uns mit anderen Kindern treffen. Und eventuell könnte man dort ja auch noch was futtern. Da stehen ja meistens ein paar Sims rum, die gerne, ja, ein bisschen grillen oder so. Ich warte jetzt noch, bis Maike da eben aus der Dusche kommt. Oh Gott, es tut mir so leid, dass sie wütend ist. Wenig Spaß, gut. Max, wie sieht's bei dir aus? Du hast jetzt Hunger, ne? Nee, pass auf, du musst dir hier gar keinen Salat nehmen. Das muss jetzt echt nicht sein, denn die Maike wird da nicht mehr allzu lange brauchen. Und dann machen wir uns gleich auf die Socken. Was macht ihr? Ihr sitzt da beide am PC und quatscht. Okay. Ihr könnt heute in dieser Folge mal tun und lassen, was ihr wollt. Um euch werde ich mich jetzt nicht so kümmern. Bist du? Was? Was hat sie? Was? Was? Was ist das bitte für ein Outfit? Das habe ich ihr... Was? Das Outfit habe ich ihr nicht angezogen. Niemals habe ich ihr dieses Outfit angezogen. Was zur Hölle? Aber gut, wir gehen jetzt, wie gesagt, erstmal in den Park. Ich überlege gerade, ob das so klug war, was ich jetzt gemacht habe. Nämlich mit der Maike hier hinzugehen, denn die kennt ja gar nicht so viele. Nein, die kennt nämlich nur den Noah. Das war ein bisschen blöde. Ich sollte das logischerweise mit Max machen. Max will sich schon wieder was zu essen holen. Denn er kennt ja die meisten Kinder, sodass wir auch noch ein paar mitnehmen können. Können wir mal schauen, wenn wir gut drauf sind, können wir da auch Hausaufgaben machen, aber... muss ja jetzt auch nicht unbedingt sein, ne? So, du kennst nämlich schon ein paar mehr Kids. Sim ist nicht für eine Reise verfügbar. Ich werde versuchen, sie gleich so hier hinzuholen. Nehmen wir den Luca mit, die Emily mit, den Timo. Ja, wir nehmen erstmal hier... Ich würde sagen, wir nehmen erstmal hier alle mit, ne? Mir fällt übrigens gerade ein, wir hätten auch die Maya mitnehmen können, die dann hier ein bisschen angelt. Sag mal, geht das echt nicht, Schule früher verlassen? Wisst ihr was, ich mache das jetzt mal, das ist ja total doof, Schule früher verlassen. So, kann ich dich jetzt irgendwie Marie Moon hier hinbringen? Ja, sehr gut, funktioniert doch. Und Maike Moon auch hier hinbringen? Kommen die beide? Oh, sie sind beide da. Das ist super. Warum hat sie so unfassbar hässliche Sachen an? Ich habe keine Ahnung. Ich schicke dich jetzt erstmal hier zur Toilette. Kannst ein ärgerliches Häuflein machen. Und dann kannst du auch versuchen, dich zu beruhigen. Max, was ist mit dir? Du hast Hunger. Okay, steht hier zufälligerweise irgendwas rum? Hier steht so oft Essen rum, aber nicht heute. Ach, Manu. Aber die spielen das schon. Das ist schön. Marie, was machst du? Oh, umarm. Oh, wie süß. Das Blöde ist nur, dass... Jetzt sind die alle hier drin. Ganz ehrlich, ihr seid eine Truppe. Ach, Max hat da was geklaut. Ja, fantastisch. Ihr seid eine Truppe, ne? Ganz ehrlich. So, Marie, du kannst mal bitte Weltraumforscher spielen. Kannst du mal machen. Was ist mit Max? Ja, Hunger. Das ist echt doof, ne? Sonst machen die hier alle immer was zu essen. Und heute irgendwie niemand. Pass mal auf. Garten pflegen, aufräumen, Fähigkeit aufbauen. Pass mal auf. Wir machen mal Fähigkeit aufbauen, Raumfahrttechnik, damit wir da was zu tun haben. Und dich, Madame, bringen wir hier hin. Dann kannst du nämlich tatsächlich ein bisschen angeln zwischendurch. Wir müssen uns ja nicht groß um sie kümmern. Aber dass sie halt eventuell noch eine Kuhpflanzenbeere angelt, das wäre ganz schön. Mit Köderangeln, ja, nimm mal von mir aus Spinat. So, und ihr spielt da jetzt schön, ja? Was ist mit der Maike? Maike, warum hast du so schlimme Sachen an? Das müssen wir ändern. Hallo, Heather Mason. Schön, dass du da bist. Alltagskleidung. Was wollen wir anziehen? Alltagskleidung Nummer 3? Ach nee, Nummer 3 ist doof. Ich möchte jetzt doch mal lieber Nummer... Warte, wo bist du denn? Alltagskleidung Nummer 2 hätte ich mal gerne. Die hatte sie nämlich noch gar nicht an. So, du rennst dahin, alles klar. So, und ihr spielt da jetzt schön. Ach, wie toll. Es wäre auch schön, wenn ihr so ein bisschen mit den anderen Kindern spielt, aber ihr macht so lieber euer Ding. Kann das sein?
Plaudert mit Elsa, Timo, Olivia und Zoe. Ach so, ja, dann ist ja gut. Dann ist ja gut. Möchtest du dich vielleicht auch mal mit der Zoe hier anfreunden? Freundlich vorstellen. Mach das doch erstmal. Oh, diese Stimme, ne, von dem Alien. Ich find's so süß. So, wie sieht's aus, Madame? Geht's dir besser? Du hast wenig Spaß, ne? Dann kannst du jetzt direkt mal hier mitspielen. Ah. Ach, toll. Ich finde die Zoe auch ja nach wie vor noch so süß, ne? Wir müssen uns nur wirklich... Kommt sie da nicht mehr hoch? Ich weiß es nicht. Jetzt will sie damit... Nein, du sollst nicht mit der Heather quatschen. Dann quatsch hier mit der Zoe. Freundlich vorstellen. Und mit Olivia. Kannst dich auch mal freundlich vorstellen. Wir müssen uns nur überlegen, wenn wir den Max altern lassen. Ich denke mal, das machen wir in der nächsten Folge. Müssen wir uns nur überlegen, ob wir einige von den Wubbelkindern auch altern lassen. Weil ich glaube, ich habe gar nicht so viele Teenies hier in der Welt. Und ja, weiß ich nicht. Das wäre so schade, wenn er dann nie eine Freundin oder so findet. Das wäre nicht so cool. Warum seid ihr denn überhaupt alle angespannt? Ach, weil die Schule so doof war. Von Schule gestresst. Okay, wie lange noch? 5 Stunden. Ja, wisst ihr was? Wenn ihr so gestresst seid, braucht Vergnügen. Wenn ihr so gestresst seid, dann werden wir auch über Erwachsene lustig machen. Dann werden wir auch heute keine Hausaufgaben machen. Weil, nö. Comicfigur zitieren. Ja, mach das doch einfach mal. Hast du nicht mal Lust, ein bisschen was Lustiges zu machen? Rumblödeln. Oh, das sieht nicht gut aus mit den beiden. Das sieht nicht gut aus. Ist die Olivia da vielleicht ein bisschen zugänglicher? Kannst du danach nochmal mit ihr über Schule reden, erschrecken, Fantasie spielen? Na, die Zoe scheint das gerade nicht so wirklich zu interessieren, ne? Hast du denn da Spaß? Ja, einigermaßen. Ronny ist da. Ach, und Julia ist auch hier hinten. Wie schön. Und Maya hat einen guten Fang gemacht. Okay, ich lasse sie da jetzt machen. Es tut mir leid, dass du gelangweilt bist. Da kann man nichts machen. So, Max, möchtest du vielleicht mal hier runterkommen? Und Marie auch? Ich meine, so richtig spielt ihr da ja sowieso nicht, ne? Da könnt ihr ja besser... Oh Gott, sie tut mir total leid. Über Langeweile beschweren, über Erwachsene lustig machen. Was hat sie vor? Ach, sie versucht ja jetzt gerade die Klorolle zu stehlen. Jungs, was habt ihr hier gemacht? Was haben die zwei hier gemacht? Ey, das ist ja unglaublich. Was soll das? Und jetzt ist sie energiegeladen, aber immer noch beschämt. Ja, okay. Ich bin dafür. Über Schule reden, über Eltern beschweren, Zuspruch geben. Ja, ich würde super gerne... Oh, guck mal, da sind Oma und Opa da hinten. Ich würde super gerne ein bisschen was Lustiges machen, beziehungsweise eigentlich auch ein bisschen schelmisch sein, rumblödeln. Oh, Max, das tut mir so leid. Das tut mir so leid, dass hier auch niemand was zu essen hat, ne? Sonst sind hier immer voll viele Erwachsene. Ja, er kann ja nichts machen. Wir könnten ja mal kurz schauen, aber das ist so ein weiter Weg, ne? Ob hier hinten zufällig was rumsteht. Da steht nichts, da steht nichts. Ich glaube, wir haben einfach Pech. Wir haben einfach Pech gehabt. Da war ich mir jetzt so sicher, dass hier irgendwelche Erwachsenen was kochen werden. Klappt es da besser mit der Olivia? Ne, irgendwie nicht, ne? Oder? Comicfigur zitieren? Bin mir nicht so sicher. Marie, wo bist du? Marie, wo... Ach, du stehst hier hinten. Pass mal auf, möchtest du vielleicht mal hier oben spielen? Das wäre doch was. Was macht denn eigentlich die Heather Mason? Okay, was macht die Heather Mason immer hier, wollte ich sagen. Ach, schön. Die Zoe steht da auch die ganze Zeit irgendwie nur rum. Maike, oh, Ronny hat Essen gemacht. Ronny, geil. So, wer hat jetzt Hunger? Es haben alle irgendwie Hunger, ne? Nimmst du dir auch was? Ach, cool. Ach, wie cool. Max, was ist mit dir? Hattest du nicht auch Hunger? Wo bist du? Boah, so viele Kinder hier. Max kommt auch da angetrabt. Ja, pass auf, Marie, dann komm du auch noch hier hin. Ein Gericht nehmen, schnapp dir noch schnell was. Boah, geil, Ronny, danke schön. Cool, hat er es mir hier für alle Essen gemacht. Das Problem ist, es haben so viele Kinder Hunger, dass es nicht für alle reicht, ne? Ja, ich glaube, für Marie hat es jetzt nicht mehr gereicht. Schade, bekommt die nichts zu essen. Ach toll, ich finde es aber witzig. So, über Spielzeug reden mit dem Luca, das ist doch immer schön. Weggehen, über Interessen reden ist auch schön. Madame, wie sieht's bei dir aus? Alessia Löhrer, ich habe gehört, dass an den Klippen eine verrückte Party... Nein, danke. Ich möchte die Kuhpflanzenbeere. Irgendwie haben wir voll Pech, ne? Mit Köderangeln. Ach, Manu. Level 3 der Sozialfähigkeit. Das ist schön, das freut mich. Wo ist denn... Sag mal, Max, warum stehst du hier hinten? Warum unterhaltet ihr euch? Da ist eine Wand dazwischen. Wie kann das funktionieren? Max, möchtest du nicht mal hier hinkommen? Schau mal, neben der
Neben der Michael ist noch ein bisschen, obwohl nein, da ist nicht wirklich Platz. Dann setze ich mal zu Zoe, die sitzt hier. Oh, auch ganz alleine, noch mehr Essen. Marie, komm schnell, du bekommst noch was zu essen. Hähnchenbrust, ein Gericht nehmen, komm schnell. Oh Mann, haben wir dem Ronny alles weggegessen? Ah, okay, er geht ja nur zur Toilette. Ich dachte, da wird hier jetzt auch wieder was kaputt gemacht. Aber gut. Wow, es ist doch schon, Leute, es ist schon 21:30. Es ist schon 21:30, die werden hier schon total müde. Okay, wir haben Mittwoch, das heißt, morgen ist wieder Schule. Dann würde ich sagen, lasse ich die jetzt echt alle noch eben aufessen, damit wir das soweit erledigt haben. Max umarmen. Ach ja, das wäre süß. Das wäre süß, wenn du Max umarmst. Na? Oh, toll. Das freut mich. So, jetzt geht sie wieder spielen. Was ist mit dir? Du fühlst dich unwohl, weil du so müde bist, ne? Ja, wie gesagt, wir lassen dich aufessen, wir lassen noch Marie aufessen, das wird noch ein bisschen dauern. Und dann geht es ab nach Hause. Hallo? Oh Mann, du fühlst dich, oh Gott, du fühlst dich auch ganz unwohl. Ja, es tut mir leid, wir müssen jetzt noch kurz warten, bis die Marie aufgefuttert hat. Ist sie schon wieder beschämt? Oder immer noch? Oh, sie ist erwischt worden. Gut, habe ich mich jetzt auch überhaupt nicht drum gekümmert. Aber okay, wenn sie dann zu Hause ins Bett geht, dann gehen die 8 Stunden hoffentlich schnell rum. Max, hast du dir jetzt gerade noch was zu essen geholt? Und sie hat einen neuen Fang gemacht, Fruchtgummiguppi. Ach Mann, ich möchte eine Kuhpflanzenbeere, jetzt ist sie selbstsicher. Haben wir das vielleicht verpasst und sie hat dich schon geangelt? Nee, leider nicht. Ach, schade. Schade, schade. So, Marie, wie sieht's aus? Kommen die letzten Bissen noch und dann müssen wir echt nach Hause. Es ist 22:30. Es ist 22:30, das geht doch so nicht. Na, Luca, alles gut bei dir? Einen guten Fang gemacht, einen Kampffisch. Ach, Menno. Pass mal auf, wenn wir das mal abbrechen, isst du dann vielleicht ein bisschen schneller? Das wäre total toll. Die anderen Kids sind überhaupt noch nicht müde, ne? Die spielen dann noch schön rum. Ach, sieh mal an, wer da wieder rumjoggt. Meine Wenigkeit, wie immer. So, bist du fertig? Sieht gut aus. Okay, dann gehen wir nämlich jetzt nach Hause und können dann wahrscheinlich direkt mit allen mal schlafen gehen. Und ich bin gespannt, wie weit Mark mit seiner Raumfahrtfähigkeit gekommen ist. So, Maya nehmen wir mit, Maike nehmen wir mit, Max nehmen wir mit. So, als allererstes mal schauen, was wir noch so im Inventar haben. Ich weiß gar nicht, ob wir in der letzten Folge was geklaut haben. Wow, wir haben 3 so Toilettendinger für 150. Ja gut, besser als nichts, würde ich sagen. Und dann fangen wir jetzt mal an, euch hier nach und nach ins Bett zu schicken. Dein Bett war das hier, glaube ich. Ach, ist auch eigentlich egal, in welches Bett sie geht. So, du gehst hier schlafen und Max, hast du sonst noch irgendein Bedürfnis? Deine Blase drückt. Pass auf, dann würde ich sagen, du gehst erstmal zur Toilette, genau, das ist gerade wichtiger. Und dann kannst du hier schlafen. Was ist mit dir? Schlafen. Aber du hast auch Hunger. Na egal, bei dir. Hallo? Bett? Achso, hä? Weil Pausenmodus oder was? Ich habe keine Ahnung. So, auf jeden Fall geht er schlafen. Oh Mann, Energie, Blase, Hunger. Oh, 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 pass auf, bei dir machen wir das so. Du gehst hier unten wie ein Champion pieseln und dann hoffen wir... Ach, nehmen die wieder die Gartentür da. Dann hoffen wir... Hallo, Kühlschrank, willst du mich gerade ein bisschen ärgern? Kühlschrank? Ah, da war es gerade. Kühlschrank. Das Spiel lief so gut in den letzten Tagen. 2 übrig. Okay, dann schnappst du dir ein Gericht, guckst von mir aus dazu noch den Kochkanal und dann kannst du auch ins Bett gehen. Ich meine, bei Maya und Marc finde ich das nicht so schlimm, wenn die jetzt hier total lange wach sind, aber bei den Kindern ist das dann halt blöd, ne, wenn die zur Schule müssen. So, seid ihr schon im Bett, ihr zwei? Ja, ihr seid beide schon im Bett. Ach, schön. Das ist gut. Du bist jetzt die Einzige, die hier noch wach ist, ne? Ich überlege gerade, ob wir die Fische noch ins Aquarium packen sollen. Könnte man eigentlich, ne? Erstmal packe ich die Pilze in den Kühlschrank. Jo, hat funktioniert. Haben wir sonst noch was? Ne, was ist das denn hier? Fruchtgummiguppi. Fruchtgummiguppi? Dann ist es aber doch kein echter, oder? Aufhängen. Bitte was? Das ist ein echter Fisch? Okay. Oh, Max, das dauert ganz schön lange bei dir, ne? Ich hatte gehofft, dass das jetzt ein wenig schneller geht. Können wir die beide da reinpacken? Ich packe jetzt einfach mal die ganzen Fische hier rein, wobei die doppelten dürften wir ja... Pass auf, dann verkaufe ich den. Jawohl. Dann kommt der hier rein. Ach, wir haben noch Spinat, ne? Das ist dieser komische Fruchtguppi, der kommt auch da rein. Da dürfen wir einen von verkaufen. Jawohl, kommt weg und du kommst rein. Geht es nicht? Oh, ich glaube, das Aquarium ist voll. Kann das sein? Das geht. Warum geht der da nicht rein? Er litze. Ach so, weil der faul ist.
Das ist natürlich doof, ne? Habe ich jetzt noch einen anderen Faulen da reingepackt, aus Versehen, weil wir hatten ja eigentlich mehrere, ne? Durchschnittlich, was war mit dem? Durchschnittlich? Ausgezeichnet, oh, sind die beide faul? Durchschnittlich und faul, das ist natürlich doof, da muss der wieder raus. Jo, faule Fische möchte ich da ja nicht drin haben. So, alle am Schlafen, guckst du Fernsehen? Ja, alle am Schlafen, nur Maya nicht. Ich würde aber sagen, das spulen wir jetzt direkt mal ein bisschen vor. Und dann kannst du gleich auch, kannst du gleich auch ins Bett gehen. Ach, schön. So, wie viel Geld haben wir? 32.000. Okay. Dann würde ich, ja, hör auf Fernsehen zu schauen. Dann, ah, okay, sie geht nach oben. Dann würde ich echt sagen, oh nein, die Toilette ist kaputt. Oh nein, ersetzen für 230, ja, machen wir. So, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge feiern wir Max Geburtstag. Was? Ihr seid schon, was ist da los? Warum seid ihr jetzt schon wach? Lauter Krach? Was? Hat etwas Seltsames? Was? Hat entdeckt, dass etwas Seltsames unter ihrem Bett wohnt? Oh nö, bitte nicht. Dann brauchst du auch noch eine Lampe, Madame. Schlafen kannst du nicht. Nickerchen machen. Oh nein. Bitten, das Monster unter dem Bett einzusprühen. Passt auf, Leute. Das Erste, was wir machen, ist noch so eine Lampe kaufen. Weil, ganz ehrlich, ich möchte das jetzt nicht jede Nacht oder jede zweite Nacht. Das weckt hier immer... Na, komm schon. Das weckt hier immer... Mann, Kamera. Ich pack die jetzt einfach da irgendwo hin. Nein, da geht's nicht. Da geht's. So. Ich möchte das echt nicht jede Nacht oder jede zweite Nacht haben. Das ist... Das war süß am Anfang. Können wir jetzt schlafen? Nein. Bitten, das Monster unterm Bett einzusprühen. Marc, du kannst aufstehen. Ach, er kommt. Wie schön. So, aber dass dann auch Maike nicht schlafen kann. Kann sie echt nicht? Nein. Okay, dann sprüh mal das Monster ein, was wir leider nicht sehen können, weil es ein Etagenbett ist. Ja, ja, Hunger hast du auch. Ich weiß, aber du musst jetzt leider hier das Monster einsprühen. Monster unter dem Bett einsprühen. Mach das mal bitte. Ach, er kommt da... Oh Gott, er kommt da nicht hin. Nein, wie doof. Ich hoffe, das liegt jetzt nur an diesem Ding hier. Man sollte nicht solche Sachen machen wie Etagenbette oder so bauen. Das führt zu nichts. Monster unter dem Bett einsprühen. Ah, jetzt klappt's. Okay. Na toll. Na toll, sprüh mal die Säule ein. Vielleicht verschwindet die dann auch. Oh Mann, Mann. Hält ihr da jetzt noch eine Predigt oder was? Das wäre ja nicht so nett. Marie, kannst du jetzt wieder schlafen gehen? Abwarten, was geschieht. Umarmen. Oh ja, umarm mal den Papa. Ach, toll. Ach, toll. So, oh, sie umarmt ihn auch. Schön. So, ich bin aber dafür... Jetzt lachen die sich da kaputt. Seid ihr schon ausgeschlafen? Ja, ne? Ihr seid schon einigermaßen ausgeschlafen. Gut, dann würde ich sagen, ist es in Ordnung. Er hat Hunger, schnappt sich da jetzt einen Salat. So, 6 Uhr morgens. Pass mal auf, bist du denn noch... Nee, du bist nicht mehr beschämt. Das ist doch voll gut. Kannst du eigentlich aufwischen? Ja. Wisch mal bitte auf. So ein bisschen Hausarbeit könnt ihr ja auch machen. Ist jetzt das erste Mal. Was machst du? Du zockst da am Computer, oder was? Du musst doch gleich zur Toilette. Ja gut, kannst du erstmal noch machen. Bis die Maike da fertig ist. Sie wischt echt auf. Ach, cool. Hä? Finde ich lustig. Schön. Und Maya pennt noch und alle anderen gehen hier ihren Dingen nach. Isst du auch? Ja, sehr schön. So, ich wollte nachschauen, genau, wie es bei dir mit der Raumfahrt... Wo ist es denn? Ich suche es jedes Mal, ne? Hier. Wie es bei dir mit der Raumfahrtfähigkeit aussieht. Haben wir da bald Level 8? Ach, schön. Das freut mich. Leute, das möchte ich unbedingt in dieser Challenge noch machen. Ich möchte unbedingt die Alien-Welt erkunden. Das habe ich noch nie gemacht. Ich weiß nicht, wie es da aussieht, abgesehen von Screenshots oder so. Deshalb bin ich da so ein bisschen versessen drauf, muss ich sagen. So, dann isst du jetzt, kannst dann gleich zur Toilette gehen. Ja gut, Max, dich lasse ich noch ausschlafen. Es ist 6:30. Es ist 6:30. Solltet ihr vielleicht was essen? Pass mal auf. Ist denn noch was da? Öffnen. In Welt platzieren. Nein, es ist nichts mehr da. Pfannkuchen sind noch da. Okay, dann kann Maike sich mal einen Pfannkuchen holen, weil sie bekommt jetzt früher oder später Hunger. 6:30. Machen wir das mit dir auch? Ja, pass auf. Wenn noch ein Pfannkuchen da ist, dann machen wir das auch... Es war nur einer. Es war nur einer. Pass auf, dann kannst du schnelle Mahlzeit essen. Dann isst doch einfach ein paar Cerealien. Das ist doch ganz schön. So, können wir mal über Erwachsene lustig machen. Kompliment...
Okay. Danke, Papa. Vielen Dank. Ich wollte dir gerade ein Kompliment machen, aber hau ruhig ab und geh erstmal pieseln. Passt schon. Jetzt macht sie doch ein Kompliment? Nee, jetzt plaudert er. Na komm, dann geh jetzt zur Toilette, wenn du so dringend musst. Nicht, dass du dir hier vor deinen Töchtern noch in die Hose machst. Maike muss in einer Stunde. Jo, ihr müsst alle in der Schule sein. Du stehst jetzt auf, mein Lieber. Ich weiß nicht, ob es mit der Dusche noch klappt. Könnte problematisch werden, aber mein Gott, dann kommt ihr halt zu spät. Also Schule ist wichtig. Ich finde Schule wirklich super wichtig. Aber trotzdem, ja, weiß ich nicht. Ist das hier ja immer noch ein Spiel und es gibt so viele tolle Sachen und wenn dann mal die Schule so ein bisschen drunter leidet, finde ich das gar nicht so schlimm. So, was machst du jetzt? Du willst auch zur Toilette, aber nicht hier, oder? Ah nee, sie geht nach oben. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's erstmal für diese Folge. In der nächsten würde ich, wie gesagt, den Max gerne altern lassen, eine schöne Geburtstagsfeier machen, vermutlich aber auch hier zu Hause. Ich weiß es noch nicht so genau. Mit ein paar anderen Kindern. Oh, jetzt bekommt er auch Hunger. Mit ein paar anderen Kindern und dann, ja, einfach mal schauen, wie das so wird. Und dann vielleicht in der übernächsten Folge oder aber in der danach, dass wir dann nochmal ein bisschen anbauen, beziehungsweise, naja, umbauen nicht, sondern tatsächlich anbauen. Ich möchte jetzt so langsam den Garten hier einigermaßen schön haben. Ich möchte eine schöne Terrasse. Ich möchte, wie gesagt, eventuell den Wintergarten. Und mit 32.000, ja, also den Wintergarten sollten wir bekommen und so vielleicht noch ein bisschen Deko. Du brauchst dann nicht Fernsehen gucken, du brauchst auch nichts machen. Ihr könnt jetzt alle zur Schule gehen. Leute, alle zur Schule, Grundschule besuchen, sehr schön. Gut, Maya pennt immer noch. Was machst du? Du bist da. Ne, Sims Forever spielen. Ich glaube nicht mehr, lieber. Du spielst garantiert nicht Sims Forever. Du verbesserst hier, sofern es geht. Nein, dann erkundest du halt den Weltraum. Das wird jetzt die ganze Zeit gemacht. Ach, sie sind so süß. Gut, Leute. Dann sage ich mal, bis zur nächsten Folge, wenn wir. Ach ja, wenn wir Max Geburtstag feiern, sofern. Sofern es ihm gut geht. Wenn wir erst die Bedürfnisse oder so erfüllen müssen und wenn alles total am Ende ist mit ihm, dann leider nicht. Aber mein Vorhaben ist es auf jeden Fall, ihn jetzt bald altern zu lassen. Tschüss, Marc, und tschüss, liebe Zuschauer. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.